So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir sind im Leuchtturm und sollen Renut retten. Insgesamt haben wir hier jetzt fünf Gegner plus der Hauptmann, also sechs insgesamt. Im Zweifel sollen wir jetzt. Das Krokodil war es. Nicht du oder ich. Und ganz bestimmt hatte es seinen Sinn. Sag das, wenn die Albträume kommen. Wir sahen zu und taten nichts. Wir sind ebenso schuldig. Hey! Stopp ihn! Stirb, du Wurm! Du da! Halt! Was? Da! Alter, geh mich auf Säcke. Ich muss mich gerade mal nur verstecken. Kannst du dich heilen? Darfst du dich erscheinen? Herzhaft jetzt? Ja. So, der ist tot. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen taktischer vorgehen mit der Nummer. Hey! Hast du wirklich gedacht, du überlebst? Ja. So. Und da bist du ja. Ich habe gerade kein Verwesungsgift mehr. Ich muss wieder ein neues Verwesungsgift kaufen. Stirbt er jetzt oder? Ja, der wird wahrscheinlich jetzt gleich sterben, weil er voll in die Verwesung reingerannt ist. So. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Die sind schon gar nicht mehr da. Schwere Keule, die brauche ich jetzt nicht. So. Hab dich. Visionszylinder. Finde Shadia. Oh nein. Unter Wasser? Ernsthaft? Oh, Alter, stell mich nicht. Ich will einfach nur jetzt mal in Ruhe gelassen werden. Ne? Hau ab jetzt ja nicht. Manchmal ist das sehr hilfreich, aber ich weiß mich auch schon selber zu helfen. Scheiße, 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 scheiße.
Oh nein. Schon irgendwo klar. Es ist vorbei. Das Krokodil hat gewonnen. Die Aufzeichnungen fort. Meine Tochter, meine Shadia, er hat uns wirklich alles genommen. Er wird dafür kommen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt Neshadia zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Konnte Renno dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Das Krokodil. Soldaten? Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein. Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Definitiv. So, die Schuppen des Krokodils-Quest abgeschlossen. Und wahrscheinlich wird in der nächsten Episode dann erreiche die Arena. Ach, die Rachen des Krokodils. Ja, das ist eine 28er-Quest. Krass. Der Rachen, nicht die. Belohnung. Und dann werden wir wahrscheinlich uns ja, das war unser großes Ziel. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hin muss. Hier unten. Und da schleicht einer rum mit Level 32, der Berg. Aha, wir müssen also jetzt gucken, dass wir ein Schiff haben, damit wir da rüberkommen. Okay. Da liegt doch schon eins. Das machen wir auf jeden Fall noch. Da kommen wir noch rüber. Das war mir klar, als dann auf einmal war die Quest unten und da war es, da dachte ich mir, okay, das war mir klar. Ja, schon scheiße, klar. Wir müssen sowieso ein bisschen aufpassen, was die Philakis machen oder Philakitei. Weil den sollte man sicher in Rachen rollen oder beziehungsweise in die Arme rennen. Der ist nämlich Level 32, also Level 4 Level drüber.
Wir sind 28 und ich will hoffentlich, dass ich vielleicht auch 29 schaffe. Ja, klar, das nimmt das jetzt ein bisschen mit. Wir sind in Krokodopolis. Ja, natürlich wird das. Der Name ist sich ganz wahrscheinlich nicht ganz freiwillig gewählt. Erreiche die Arena. Und was da sich so verbirgt, das sehen wir uns in der nächsten Episode an.